Ja, heute Abend führen wir ein Interview mit Dr. Martin Lindner direkt aus München. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Du warst aktiv beteiligt auf der DigiLearn-Tagung, die ja auch in Ottobrunn direkt bei München stattgefunden hat. Was ist denn dein Resümee von der Tagung? Was nimmst du persönlich mit von der DigiLearn? Ja, das Erste war ja, das war eine Veranstaltung, die ich sehr wichtig fand, weil sie ja im Grunde so Lehrer angesprochen hat, die jetzt nicht bei den aller progressivsten, aller avantgardistischsten dabei sind, sondern seit 10 Jahren oder so alle schon Notebook-Klassen, Internet, Wiki, mit sowas experimentieren. Also schon Pioniere, aber nicht Web 2.0 Avantgardisten, würde ich jetzt sagen. Also Leute, die näher an der alltäglichen Praxis, am Schützengraben quasi dran sind. Und ich wollte wissen, wie das eigentlich bei denen im Moment so aussieht, also wie die Stimmung da ist. Und das war eigentlich sehr, sehr verblüffend. Also da ist ein enormer Schwung eigentlich da zu spüren gewesen in der ganzen Veranstaltung. Und wie gesagt, das sind Leute, die sind seit 10 Jahren, also denen ist nichts fremd. Die haben da, also weiß Gott, nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Und da hat man dann wirklich so eine Aufbruchsstimmung mitgenommen eigentlich. Das war schon fast das Wichtigste. Aufbruchstimmung, Aufbruch in welche Richtung? Was stellst du dir unter einer digitalen Schule vor? Ja, Aufbruch glaube ich deshalb, weil wir alle das Gefühl haben, jetzt sei der Moment, wo man tatsächlich springen muss, wo tatsächlich die Weichen auch gestellt werden. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass man das Gefühl hat, die Technologien sind jetzt reif. Das hat sicher zu tun mit Tablets zum Beispiel. Ne? Also seit es Tablets gibt, ist relativ klar, dass das ein logisches Arbeitsgerät in zukünftigen digitalen Schulen sein wird. Und zwar gar nicht so sehr in erster Linie als Lesegerät, sondern eben als Arbeitsgerät, um zu schreiben, zu manipulieren, Medien auch herzustellen selber und damit zu arbeiten. Also auch umzubauen, zu verformen. Also wie eine Arbeitsfläche, die man praktisch ständig mitnehmen kann. Das Tablet, das ist ja erst mit dem iPad eigentlich so klar deutlich geworden, dass das funktioniert und für ganz normale Schüler im Grunde ein ideales Gerät wäre. Also damit hat es zu tun. Es gibt andere Geräte auch noch. Also ich habe mal jetzt so eine Liste aufgestellt für mich selber. Ich würde gerne noch neben dem Tablet sowas Ähnliches wie ein Smartphone benutzen. Das können Smartphones sein, die Schüler theoretisch haben. Es könnte auch sowas sein wie ein iPod Touch, was ja ein Smartphone ohne Phone ist. Also das dient dazu, um aufzunehmen vor allem, also Videos und vielleicht auch noch Netzwerkkommunikation, kleine Facebook-Chat-artige Dinge zu machen. Location-based auch noch, also GPS zu haben. Und drittens E-Reader. Und das vierte Gerät, das ich persönlich immer noch verfechte, ist dieser digitale Stift. Also die Idee, dass die Leute weiterhin mit der Hand schreiben, finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Dass sie auch zeichnen vor allem, was überhaupt nicht gelehrt wird in der Schule, also praktisch Wissen aufzuzeichnen. Und dazu wäre ein digitaler Stift ideal, weil er die Brücke schlägt zwischen dem Papier und den Plattformen, auf denen man das dann teilen kann. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann geht es aus deiner Sicht auch ganz deutlich in die Richtung mobile Endgeräte in der Schule, und zwar vielfältige mobile Endgeräte, auch mit unterschiedlichen Benutzungsparadigmen. Nicht nur eines, weil ich finde auch wichtig den Medienwechsel. Also jedes Gerät, ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben, fühlt sich anders an und bringt einen zu verschiedenen Nutzungsformen. Genau genommen gilt das ja sogar für jede verschiedene Software auch. Also auch verschiedene Schreibsoftware erzeugt verschiedene Arten von Texten sozusagen. Ja, von diesem Bild sind wir natürlich noch weit weg. Welche politischen Forderungen ergeben sich denn aus der DigiLearn oder welche politischen Konsequenzen siehst du da? Naja, wir hatten ja leibhaftige Politiker dort und man war sich erstaunlich einig eigentlich in der Perspektive. Also die Projektion war ja 10 Jahre und die Frage war, werden wir dann sozusagen eine digitale Schule haben? Und eigentlich dachten sie alle, ja, werden wir schon haben. Keiner weiß genau, wie man da hinkommt. Die Hauptforderung jetzt, also was ist der nächste Schritt, ist eigentlich die Frage, war zwei ganz wichtige Dinge. Das erste war natürlich Infrastruktur bereitstellen, also idealerweise natürlich Breitband oder WLAN in Schulen zu haben, damit man überhaupt frei entscheiden kann, was man dann
drauf aufsetzt. Da gibt es ja verschiedenste Szenarien. Und das zweite ganz wichtige wäre, glaube ich, so eine Art Graswurzeldynamik gezielt anzustoßen. Denn in Wirklichkeit wird das nicht von großen Programmen von oben nach unten gefördert, diese ganze Bewegung, sondern tatsächlich von der Graswurzelaktivität dieser Lehrer und dieser Schulen auch. Und die sollte man irgendwie von außen begünstigen, miteinander vernetzen und katalysatorisch zusammenschließen, damit das Eigendynamik entwickelt. Hast du eine Idee, wie man das machen könnte? Ja, also es kam jemand und hat gesagt, in Österreich hätten sie ein Konzept, dass Schulen geclustert werden. Also dass man versucht, immer so kleine Cluster zu bilden von 5 bis 7 Schulen, die auch regional irgendwie in der Nähe liegen und die also sich quasi auf diesen Weg begeben. Und dass die erstens natürlich dann durch diese Nähe so eine bestimmte Kommunikationsdichte haben und Ideendichte, also sich einfach gegenseitig anfeuern. Und dass die dann Ausstrahlung halt gewinnen für Schulen, die da nicht dabei sind. Denn das könnte sich dann die Schule dann auf die Dauer auch gar nicht leisten, sozusagen zu sagen, ich bin bei dieser innovativen Bewegung, stehe ich einfach gezielt daneben, machen wir gar nicht oder so. Ja, vielen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Abend hier in München. Ne? Okay, ja. Tschüss. Ja. Danke. Tschüss.